Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. In meinem heutigen Video dreht sich alles rund um das Thema Biskuit. Das Rezept heute ist für unsere Zahlen- oder Number-Cake-Form gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt vom Pimper Chef. Ich hole die mal gerade raus. Ich habe die auch immer übrigens so in diesen Karton gelagert. So kann man die perfekt im Schrank oder sonst wo im Regal, wo ihr auch Platz habt, verstauen. Holt das Ganze einfach raus. So, und dann habt ihr hier quasi ein Heftchen dabei, wo alle Infos drin stehen, die natürlich wie immer durchlesen und beachten. Und hier habt ihr dann quasi eine Vorlage, nach der ihr euch richten könnt. Die sind dann extra für alle Buchstaben und alle Zahlen. Das ist also perfekt. Und ich würde sagen, ich hole die mal raus. Diesen Karton, den lasse ich übrigens auch immer drin, damit man hier die beschichtete Form auch nicht zerkratzt oder beschädigt. Die Kuchenform hier, die ist übrigens genauso perfekt wie die anderen Kuchenformen, die ihr vom Pepper Chef schon kennt. Die hat eine super Beschichtung und müsst euch keine Sorgen machen, dass der Kuchen sich nicht rauslöst. Und ich lege jetzt erstmal ein V aus, denn der heutige Kuchen geht an mein Schwesterherz. Die hat Geburtstag und bekommt ein V für Vicky. Bevor wir jetzt mit dem Rezept und ich euch wieder die Zutaten zeige, starte, stelle ich gleich erstmal wieder den Backofen ein. Den heizen wir auf jeden Fall schon mal vor auf 180 Grad. Ober-Unterhitze, da ist auch ganz wichtig, dass der Backofen wirklich heiß ist. Also am besten dann anmachen. Und je nachdem, wie lange euer Backofen braucht, dann auf jeden Fall. Wer die Schnellwahltaste hat, das kann ich bei meinem Backofen auch machen, der kann es natürlich etwas später anstellen. Denn die Eiermasse für den Biskuit, die wird auf jeden Fall 20 Minuten geschlagen. Die müssen wir quasi vorher einplanen. Und bevor wir jetzt hier starten, wird die Form einfach nochmal ganz kurz mit Öl eingepinselt. Für unseren Vanillebiskuit benötigen wir einmal 6 Eier der Größe M, die sollten zimmerwarm sein. Außerdem 145 Gramm Zucker, dann benötigen wir Vanilleextrakt, eine Prise Salz und 145 Gramm Mehl. Da habe ich auch wieder Hälfte Weizen und Hälfte Dinkel gemacht. Ihr könnt aber auch entweder nur Weizen oder nur Dinkel benutzen. Ich verrate euch jetzt heute alle meine Tipps und Tricks, wie der Biskuit gelingsicher ist und wie ihr auch Freude daran habt. Es gibt nämlich viele verschiedene Rezepte zum Thema Biskuit und ich zeige euch jetzt für mich die leckerste Variante. Denn für mich sollte ein Biskuit auf jeden Fall fluffig sein, schön weich und auch innen drin saftig schmecken. Es gibt verschiedene Rezepte, habe ich schon gesagt, manchmal gibt es auch Rezepte, wo man alles miteinander vermischt. Die sind aber auch von der Konsistenz relativ trocken. Dann gibt es Rezepte, wo man auch noch Backpulver hinzufügt. Ihr habt gesehen, das benötigen wir überhaupt nicht. Denn Backpulver hilft zwar, dass der Teig aufgeht, aber der vertrocknet auch den Teig. Und wenn man die Eiermasse, wenn man einfach nur beachtet, dass man die Eiermasse richtig schön cremig aufschlägt, dann benötigt ihr das Ganze nicht. Der Teig geht von selber hoch und es, wie gesagt, behält auch noch seine Saftigkeit. Und deswegen werden wir jetzt in der KitchenAid die Eiermasse, Zucker und die Prise Salz und das Vanilleextrakt für 15 bis 20 Minuten steif schlagen. Ich stelle dir einfach meinen Timer auf 20 Minuten und lasse die hier rühren. Wenn ihr zu Hause keine KitchenAid habt, ihr könnt natürlich auch jegliches andere Küchengerät, was ihr habt, benutzen. Wenn ihr jetzt aber ein Handrührgerät benutzt, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ihr mindestens 20 Minuten schlägt, weil einfach die Rührelemente kleiner sind und die KitchenAid ja so ein planetarisches Rührwerk hat. Deswegen ist da die Zeit immer etwas kürzer als mit einem Handrührgerät. Also wir geben die Zutaten rein und lassen die Eiermasse jetzt richtig schön cremig schlagen. Ihr seht, die Eiermasse, die ist richtig schön luftig. Man sieht ganz viele Luftblasen drin. Ich kann hier gerade noch mal so kurz, vielleicht mit dem. Seht ihr? Die Masse, die ist so richtig schön fluffig. Jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das Mehl siebt, was ihr habt. Ich tue den Schaber mal kurz beiseite. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall mit einem Schneebesen am besten ist, weil der Trick liegt jetzt darin, dass man das Mehl unterhebt, ohne dass sich erstens Klümpchen bilden und dass sich aber auch das Mehl schön verteilt. Wenn man nämlich zum Beispiel jetzt mit einem Tarwader da reingeht und das umrührt,
Das funktioniert auch, aber man muss mehrere Umdrehungen machen, bis man diese ganzen Mehlklümpchen beseitigt hat. Wenn ihr nämlich die Form, wenn ihr Mehlklümpchen drin habt, das in die Form macht, dann habt ihr später, wenn ihr den Teig ausgebacken habt, genauso Mehlklumpen. Und die wollen wir natürlich nicht haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu viel rührt, denn sonst rühren wir die Luft raus. Also mein Tipp mit dem Schneebesen. Und jetzt sieben wir das Ganze erstmal. Ich habe jetzt hier einfach so ein, das ist so ein Dreifach-Sieb. Das heißt quasi, dass ihr das Mehl dreifach durch das Sieb gemacht habt. Das ist dann super fein und damit habe ich bisher auch die besten Erfahrungen gemacht. Also einfach das Mehl reinfüllen. Dann kann man hier unten den Deckel abmachen und einfach reinsieben. So, der Backofen, der ist bei mir heiß. Die Form haben wir ja schon vorher eingefettet. Jetzt füllen wir den Teig vorsichtig mit dem Schaber einfach in die Form rein, geben ihn direkt in den Backofen und dann lasse ich ihn bei 180 Grad für etwa 20 Minuten drin. Macht wie immer die Stäbchenprobe. Wenn die gut ist, dann holt ihr den raus. Beziehungsweise ich schalte den Backofen einfach aus, mache die Tür auf und lasse den erst drinne abkühlen. Nicht erschrecken, der Teig, der geht während des Backens schön hoch. Der denkt ja schon, das war zu viel Teig. Aber wenn der Teig abkühlt, dann setzt er sich ein bisschen runter und ist dann schön gleichmäßig, exakt auf der Höhe. So, ihr Lieben, der Backofen ist fertig, beziehungsweise der Kuchen ist fertig. Ich habe die Stäbchenprobe durchgeführt, es ist nichts dran kleben geblieben. Das heißt, ich habe den Backofen jetzt ausgestellt, der kühlt jetzt im Backofen ab. Dann nehme ich den raus, stelle ihn auf dem Abkühlgitter und wenn der Kuchen dann komplett abgekühlt ist, dann stürze ich ihn auf ein zweites Abkühlgitter, drehe das Ganze dann so um und lasse den Kuchen komplett abkühlen. Ihr könnt das natürlich auch am besten am Vorabend machen, also am Vortag. Ich habe es gestern leider nicht geschafft. Ich wollte nämlich nicht im Dunkeln filmen und deswegen lasse ich den jetzt quasi, ich habe jetzt heute Vormittag gebacken, lasse ihn jetzt so bis nachmittags abkühlen und nachmittags bereite ich dann die Creme zu. Das seht ihr dann im nächsten Video als Basic-Rezept für eine Zahlenform. Und ich sage euch jetzt nochmal kurz und knapp die wichtigsten Fakten für den Biskuit. Also das A und O ist natürlich die Qualität der Eier. Die sollte immer gut sein. Die Eier sollten zimmerwarm sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Dann ist es wichtig, dass der Backofen vorgeheizt ist und dass ihr die Eier lang genug schlägt, bis sie diese schöne cremige Konsistenz haben. Und der nächste Punkt ist, dass man das Mehl siebt auf jeden Fall. Sieben und dann vorsichtig mit dem Schneebesen von außen nach innen umrühren, bis das komplette Mehl, bis ihr keine Mehlklumpen mehr im Teig seht. Und dann am besten einfach nochmal den Schaber nehmen und dann nochmal so von unten gucken, dass da auch kein Mehl unten am Schüsselrand hängen geblieben ist. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Und in der Zahlenform auf jeden Fall noch ganz wichtig, den Kuchen gleichmäßig zu verteilen, damit ihr überall die gleiche Höhe habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Tipps und Tricks gelingen bei euch mit Sicherheit genauso gut. Und wenn irgendwas sein sollte, schreibt mir einfach die Kommentare unter das Video. Wenn ihr euch mehr von diesen Basic-Rezepten für Kuchen und Co. wünscht, schreibt mir das auch gerne hin. Und generell Rezeptvideo-Empfehlungen bzw. Wünsche, die ihr gerne habt, freue ich mich natürlich immer. Ihr seht, der Biskuit ist jetzt schon vorbereitet zum Durchdrehen. Was ich euch noch sagen wollte oder was auch vielleicht wichtig für den einen oder anderen ist, wenn, je nachdem, welchen Buchstaben oder welche Zahl ihr auswählt, seht ihr ja schon, wie viel Teigfläche da drin ist, das bei manchen ziemlich wenig ist, wie bei dem I zum Beispiel. Das zum Beispiel eine 7, die habe ich nämlich letztens gemacht mit dem Teig mit 6 Biskuits. Da ist der Teig richtig hochgegangen, den habe ich halbiert und der Kuchen war insgesamt natürlich trotzdem hoch, dadurch, dass man ja auch noch die Cremeschichten macht. Jetzt bei dem V haben wir mehr Fläche, deswegen ist der Teig relativ flach, aber ich muss sagen, ich freue mich diesmal sogar, weil ich persönlich das auch leckerer finde, wenn die Teigböden dünner sind und nicht so dick. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze gerne höher haben wollt,
oder einen anderen Buchstaben habe, wie zum Beispiel B, hat hier ganz viel Fläche innen drin, dann würde ich trotzdem den Biskuit mit 6 Eiern machen, würde den Teigboden machen und würde dann das Ganze nochmal machen und dann den Deckel draufsetzen. So müsst ihr es nicht durchtrennen und habt dann 2 richtig schöne fertige Teigböden. So wie ich das eigentlich auch immer in den runden Formen mache. Da backe ich auch lieber in 2 Formen, als einen Riesenkuchen zu machen, weil er einfach schöner und gleichmäßiger durchbackt. Und übrigens, die Ecke hier von dem V, den habe ich hier mal abgeschnitten. Also, ich weiß nicht, ob man zum Mikrofon hört. Man hört, wie weich der ist. Man will da einfach nur reinbeißen. Und er schmeckt auch übrigens super lecker. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch irgendwas von meinen Produkten gefallen hat, von Pampered Chef, den Shop, den verlinke ich euch unten. Da könnt ihr gerne stöbern und schauen und euch auch gegebenenfalls bei mir melden, wenn ihr Beratung braucht. Das Rezept ist wie immer auch unten in der Infobox verlinkt. Da kommt ihr direkt auf die Homepage von Crizzles Delicious und habt das Rezept direkt parat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video von mir. Bis dann. Tschüss.